Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, hat eine tolle Auswirkung. Es ist nicht ein soziales Projekt, sondern es hat eine wirtschaftliche Kraft. Und genau da wollen wir mit den Zero Project Unternehmensdialogen anknüpfen. In den bisherigen Veranstaltungen konnten wir ein dichtes Netzwerk an interessierten Unternehmen und der Politik knüpfen. Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, ergibt eine Win-Win-Win-Situation. Es macht volkswirtschaftlich Sinn, denn es ist 14 Mal günstiger. Es macht betriebswirtschaftlich Sinn, weil 15% der Bevölkerung eine Behinderung hat. Und auf dieses Potenzial sollte ein Unternehmen nicht verzichten. Und es macht auch personalwirtschaftlich Sinn, weil es mit dem Unternehmen etwas macht. Es verändert die Unternehmenskultur vielfach zum Positiven. Der Vorteil für Firmen, wenn sie Menschen mit Behinderung anstellen, ist natürlich auch klar, sie können neue Kundengruppen gewinnen. Wir haben es probiert, wir sind glücklich damit, wir sind froh damit, sind wirklich wertvolle Mitarbeiter und sehr, sehr loyale Mitarbeiter. Ich erlebe jeden Tag die Inklusion. Also wenn ich jeden Tag in den Betrieb gehe, das ist wunderbar. Wir merken es auch in der Mannschaft, seit die zwei Burschen bei uns sind, ist eine gewisse Zufriedenheit da, auch am Arbeitsplatz. Inklusion ist so etwas wie ein gemeinsamer Weg. Es braucht wirklich nicht viel. Und aus meiner Erfahrung hat sich herausgestellt, dass das, was gebraucht wird, für die ganze Firma wertschöpfend ist. Ja, das Wichtigste ist, barrierefrei denken sozusagen, also auch für einen Unternehmer selber. Nicht? Man denkt immer irgendwie an jemanden, der blind ist, an einem Rollstuhl herumfährt. Behinderung ist viel, viel breiter aufgestellt. Wir haben sie in der Produktion, wir haben sie in der Forschung und Entwicklung. Ja. Wir haben Führungskräfte, die eine Behinderung haben. Ich muss diese Mitarbeiterin, diesen Mitarbeiter dahin bringen, wo er was leisten kann. Und dann funktioniert das ganze System. Und deswegen ist das eine Riesenchance. Ich denke, ich spreche für alle Menschen mit Behinderung. Du willst kein Mitleid, du möchtest eine ordentliche Aufgabe. Viele haben versteckte Talente. Manche gerade aufgrund ihrer Behinderung. Jeder hat eine Besonderheit, egal ob Behinderung oder nicht. Aber wir haben eine ganz besondere Besonderheit. Wir Menschen mit Behinderungen sind, glaube ich, in einem verdammt gut, nämlich Probleme lösen. Wir wissen grundsätzlich, dass diverse Teams wesentlich leistungsfähiger sind als homogene Teams. Lerne sich einfach diese Menschen kennen und lasse sich überraschen, welche Fähigkeiten sie in ihrem Unternehmen mitbringen. Eine inklusive Gesellschaft lebt von den Menschen, die mehr tun, als sie müssen. Braucht die vielen Menschen, die an dieses Thema glauben und die dann auch nicht nur quatschen, sondern tun. Das ist einfach das Schöne, wenn man anschließend feststellt, es hat allen geholfen und es geht gemeinsam in die richtige Richtung. Ich würde allen Unternehmen empfehlen, habt den Mut, gebt den Leuten eine Chance. Das ist einfach ein gutes Gefühl. Vertrauen Sie darauf, dass es so viele vor Ihnen gemacht haben und dass die Unternehmen sagen, es zahlt sich aus.